einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Heute ist Freitag, der 13. November 2015. Wir haben gerade 7:45 morgens. Und ich habe heute einen sehr, sehr aufregenden Tag vor mir. Und ich möchte euch ein bisschen was davon zeigen. Als allererstes muss ich mich aber erstmal für die Schule fertig machen. Das Schöne am Freitag ist, dass ich erst zur vierten Stunde Schule habe und dann noch auspennen kann. Normal muss ich unter der Woche nämlich um 6 aufstehen. Und freitags muss ich erst immer um kurz vor 9 aufstehen. Das heißt, heute bin ich sogar vor Wecker wach geworden. Und ich habe jetzt erstmal Zeit, um duschen zu gehen. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Schule. Dafür muss ich allerdings erstmal nach Köln fahren. Was das für eine Strecke ist, das seht ihr jetzt. Und ich sage einfach mal, herzlich willkommen bei einem Tag in meinem Leben. So, ich habe jetzt gerade 45 Minuten im Stau gestanden, was dafür sorgt, dass ich jetzt wahrscheinlich schon wieder zu spät zur Schule komme. Und der nächste Schritt, den ich machen muss, ich habe noch 10 Minuten auf dem Fahrrad vor mir, da das Parken bei mir an der Schule 3 Euro pro Stunde kostet. Ich habe das mal hochgerechnet, wenn ich 3 Euro pro Stunde 3 Jahre lang bezahle, komme ich auf 15.000 Euro, die ich fürs Parken bezahle, wenn ich normal zur Schule fahren würde. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Dolle, guck scheiße, wie ich aussehe, cool war. Ja, wir sind ein bisschen zu spät zum Unterricht heute, aber meine Englischarbeit wieder bekommen. Zweithöchste Punktzahl, na 2. Dein Maul. Hab leider nur die zweitmeisten Punkte. Der Klassenstreber ist das da. Du hast geschummelt, gib's zu. Ich hab nicht geschummelt. Schreib dir einfach eine 1. Nee. Warum tust du mein Essen weg? So, wir haben jetzt Freitag erste Pause und das ist der Moment, wo ich immer die neuen lustigen Witze vorlese. Und das ist praktisch das Gremium, welches sie testet. Und die, wo gelacht wird, die kommen in die Folge rein. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Bist du betrunken? Nein, ich habe den ganzen Tag nur Tee getrunken. Echt? Welchen? Tequila. Aha. Nicht gut. Nicht gut. Ich schreibe gar nicht wirklich, das ist meine Klausur. Es ist ein echtes Problem, wenn ein Graffiti-Sprayer eine Laktoseintoleranz hat. Wie nennt man einen toten Clown am Straßenrand? Spaß beiseite. Frank hat einen Samsung und Kevin hat ein iPhone. Was hat Andreas? Zahnfleischbluten, denn jeder dritte Mensch hat Zahnfleischbluten. So, Feierabend! Wochenende! Das war heute ein sehr, sehr... Wochenende! Ich dreh durch! Geil! Mach mal den Pinguin! Jetzt? Hi! Den nehme ich jetzt mit, den habe ich gefunden. Das heißt Liebe. Ja, du bist ein ganz toller. Ja? They see me rolling, they hate it. Ihr werdet euch nur nach mir sehen. Mach die Kamera weg! So Leute, ich bin jetzt hier gerade im Animal Beyond Büro. Ich habe ja hier vor meiner schulischen Ausbildung noch gearbeitet und bin ja noch mit meinem Kanal hier im Netzwerk. Und ich bin jetzt gerade hier, um für meine Kamera, die ich heute Abend beim Konzert benutze, mir noch ein paar Akkus auszuleihen. Und jetzt kommen wir zum schwierigsten Teil des Tages. Mein ehemaliger Chef muss ihn mir übergeben. Unterschreib mit deinem Blut. Jetzt! Ich hasse mein Leben. So, ich bin jetzt hier vor Ort bei der Schmutzkiste im Underground und wir bestimmen jetzt einfach mal beim Proben. Los! 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 Los!
Schmutzki! Sit doch! Wow, es leuchtet! Hallo! Das ist meine neue Freundin, wir lieben uns! Sie hat mir Schoko von der Freundin geschickt! Das ist mein Schoko! Marcel, willst du mal richtig was Süßes trinken? Und Scheiße! Wow. Geil! Boah, sogar mit weißer Schokolade! Hi! Wir sind Schmutzki! Für die Spasten. Mittelfinger, ja, wunderschön. Und wenn sie es nochmal versuchen, dann wollen wir, geht auf die Straße und zeigt ihnen die Mittelfinger und zeigt sie jetzt. Sie haben keine Chance, die Finger. Für wieder wegfeiern. Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Es ist dein Traum.